Servus, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Emme. Ja, ich habe heute hier einen Rage-Pulli an oder Longsleeve oder wie es auch immer heißt. Und genau um diese Bands geht's heute, nämlich um Rage. So, servus, ihr seht, um was es heute geht. Heute machen wir nämlich mal wieder ein Unboxing. Es geht nämlich um die neue Rage After Lifelines. Ja, das ist rausgekommen, gestern eigentlich, aber wie viele wissen, gestern war Feiertag und es ist trotzdem heute am Samstag angekommen. Mega geil, ich freue mich schon richtig drauf auf dieses Album. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach los. Und da haben wir das Rockhard Heftle geholt. Da war nämlich eine CD dabei von Rage, aber mit zwei neuen Songs praktisch vom neuen Album. Und die haben sich schon mal mega angehört. Und mehr habe ich auch von dieser Scheibe noch nicht gehört. Von Rage, das ist das Under a Black Ground und Root of Our Evil. Ja, und das ist diese CD, wo hier im Rockhard dabei war. Spitzenmäßig. Und solche Sachen hole ich mir dann auch immer, wenn an den Heftler so eine CD dabei ist. Absolut top. Legen wir mal zur Seite des Heftles. So, Leute. Aber heute geht's um dieses Ding hier. Um die neue Rage After Lifelines. Und also da bin ich echt, ich bin so gespannt. Hey, und jetzt machen wir das Ding mal auf hier. Ich habe schon wieder eingeschnitten, das wisst ihr, dass das nicht immer so lang dauert. Aber noch nichts auspackt oder sonst irgendwas. Das machen wir hier jetzt live. So, und weg mit der Folie. So, Leute, und das ist diese Box hier von Rage, die After Lifelines. Ein mega Ding. Das Artwork sieht so genial aus, finde ich wieder. Absolut spitzenmäßig. Und auch mal die Rückseite. Ja, und Rage ist ja gegründet worden 1984 als Avenger. Und dann 86 umbenannt war in Rage. Zeige ich euch auch mal die Seite vom Deckel hier. Also ich bin echt mal gespannt, wie dieses neue Album ist. Hey, und gerade eben selber kriege ich mich ein bisschen vor mit diesem Rage-Album Carved in Stone. Ich finde es ein super Album. Also absolut geil. Und heute Abend freue ich mich, auf dieses Album hier reinzuziehen. Aber das wird ein langer Abend, weil es, glaube ich, ein Doppelalbum ist und ziemlich viele Songs hier drauf sind. So, und jetzt machen wir das schöne Stück hier einfach mal auf, was hier dabei ist in dieser Box von Rage After Lifelines. Absolut genial. So, und was kommt uns da gleich entgegen? Ah, das muss ich mal ein bisschen, also ihr seht, so liegt es drin. Das ist auch eine dünnere Box. Und so liegt es hier drin. Absolut super. Und die Vinyl nochmal in Folie eingepackt. Und die holen wir jetzt mal raus hier. So, aber die lege ich auf die Seite, die machen wir zum Schluss. Oder ihr spult natürlich vor, dann seht es. Okay, also, was kommt uns als erstes entgegen? Ein Poster. Ach, du großer Gott. Ein Riesending, hey. Muss ich mal wieder ein bisschen zurück. Ist das beidseitig? Ja, genial, beidseitig. Hier ist das Rage. Ich glaube, was war es denn? Ich habe es jetzt gar nicht echt richtig gesehen. Ja, das Artwork nochmal vom Cover ist hier drauf. Also richtig cool. Also richtig groß, das Poster. Und auf der Rückseite hier muss ich mal noch ein bisschen zurück. Dann kann ich da ein bisschen hochfahren und runter. Und da ist die Band drauf. Die sind ja jetzt wieder zu dritt. Ja, absolut genial. Ein Riesending. Aber halt, schade, beidseitig, wenn man es aufhängen will, weiß man wieder nicht, welche Seite. Okay, dann tun wir das auch mal zur Seite. Und was kommt hier? Wow, das machen wir auch
Oder? Da, das machen wir gleich. Das machen wir gleich hier auf. Gucken wir mal, wo das aufgeht hier. Okay, das ist mit dem Klebeverschluss hier. Was zum Geier ist das hier? Okay, hier ist noch so ein Dings hier dabei. Keine Ahnung, hey, was das ist. Ob das irgendwie aufgewickelt ist im Klee. Ah, das ist irgendwie so ein. Okay, das ist irgendein Klebestreifen hier, irgendwas. Denke ich mal, ja. So Kleber. Keine Ahnung, was das ist hier. Ich mal gucken, was das für ein Teil ist. Aber hey, hallo. Ui. Uiuiui. Ui. Oh, ich glaube, das muss ich nachher wieder zusammenlegen. Hey, sonst, das gibt wieder. Das ist eine Fahne. Ja, Wahnsinn. Ja, Mann. Genial. Wow. Was für ein geiles Teil. Wow. Was für ein riesen Ding, hey. Genial. Super, hey. Auch mit dem Artwork von dem Cover. Ey, spitzenmäßig. Und ein riesen Ding. Absolut cool, hey. Geil. Echt, echt geil, die Fahne. Super, hey. Ein Wahnsinnsding. Ja, wahrscheinlich ist das, weiß ich hier, dass man es irgendwie festmachen kann. Das Klebeding, wahrscheinlich kann man das irgendwie dann befestigen. Ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen, von was man das nehmen kann. So, dann tun wir auch das mal hier auf die Seite. Die Vinyl, ich stelle sie mal, nee, dann blendet es wieder, dann spiegelt es wieder, wenn ich das jetzt hier hinstelle. So, und dann brauche ich mal mein Messer hier. Was ist hier noch drin? Eine CD Live Raw Summer Breeze 2023. Ist hier auch noch eine CD dabei. Auch cool. In so einem kleinen Karton halt hier drin. Cool, echt. Ja, gehst weg. Das ist hier auch noch dabei, diese CD hier. Live in Summer Breeze 2023. Und was sind hier für Songs drauf? Können wir mal gucken, da brauche ich bloß wieder meine Taschenlampe. So, Memento Vita, Overtüre. Resurrection Day, Solitary Man, Great Old Ones, Nevermore, Refuge, End of All Days, Straight to Hell, Don't Fear the Winter. Higher than the sky. Coole, coole Songs hier drauf. Auf dieser Bonus-CD. Vom Summer Breeze 2023. Echt geil. Ja, Rückseite brauche ich euch wieder nicht zeigen. Das wisst ihr, wie die aussieht. Und das ist diese kleine CD. Absolut cool. Super. Genial. Finde ich spitze. Klasse. Eine Live-CD. So, und was ist hier noch drin? Eine Karte. Eine Autogrammkarte. Und es ist halt wieder geil. Die ist sogar wieder unterschrieben. Und das finde ich super. Wenn schon so eine Karte dabei liegt, dass sie dann auch unterschrieben ist. Und das finde ich geil. Echt spitzenmäßig. Klasse. Absolut cool. Und dann hier noch ein kleiner Aufkleber. Auch mit dem Artwork. Vom Cover, super, cool. Okay, und dann gehen wir mal an das hier. Das wird die CD sein. Und das ist halt cool, dass die CD auch wieder in dieser Box drinnen ist. Ja, und was hat die gekostet? 60 Euro. Aber bis jetzt haben wir schon die große Fahne, also das Poster, die Bonus-CD hier vom Summer Breeze, die Autogrammkarte, okay, Aufkleber jetzt, das ist. Aber dann hier, wie nennt man es, Digipack, glaub. Und der sieht halt auch mal, ey, Wahnsinn. Richtig geil hier innen drin. Also spitzenmäßig, ey. Absolut cool. Auch das Artwork hier, wie das hier hinter, übers komplette Cover, geht das Artwork absolut top. Und dann sind hier die zwei CDs. Und das ist die CD Nummer 1
Die lege ich mal auf die Seite, weil hinter der CD ist auch noch ein Bild. Auch richtig klasse. Und wie viele Songs sind hier auf der ersten CD drauf? 11 Songs. Ja, okay, in the beginning, das geht, sehe ich, 1 Minute 31. Ja, das wird dann Intro sein wahrscheinlich. Also sind hier, sagen wir mal, 10 Songs hier drauf. So Durchschnitt, lalalala, sagen wir mal 4 Minuten rum. Cool. Eine CD. Oh, das wird ein längerer Abend, hey, bis die LP oder Vinyl durchgelaufen ist, hey. Geil, freue mich schon drauf. Und das ist die zweite CD. Und wie viele Songs sind hier drauf? 1, auch 10. Also das sind 20 Songs, was hier drauf sind. Also Wahnsinn, auf den beiden CDs 20 Songs. Da bin ich echt mal gespannt. Hey, das Album wird ein bisschen länger gehen heute Abend. Und die heißt Lifelines. Und dann heißt die andere Afterline. Oder? Afterlife heißt die. Afterlife. Ja. Afterlife heißt die Nummer 1. Und Lifelines heißt die CD Nummer 2. Und hier seht ihr hinter den CDs auch noch bedruckt. Also richtig, richtig geil. Ich bin echt mal gespannt, wie das Album ist. Hey, ich freue mich schon so lang drauf, dass dieses Ding rauskommt. Dieses Album After Lifelines. Das ist auch wieder so ein Wort. After Lifelines von Rage. Und ich meine, das ist, glaube ich, das 26. Studioalbum, haben wir aufgeschrieben. 26. Album von Rage schon. Also wenn man das Avengers erste Album, wo sie anders geil sind, auch dazu zählt, dann sind 26 Alben, was Rage rausgebracht hat. Absoluter Wahnsinn. Ja, coole Band Rage, Power Metal, auch oft live gesehen. Rage, immer spitzenmäßig live gewesen. Und jetzt gucken wir uns mal das Heftle hier kurz ein bisschen an. 1, 2, 3, 4 Seiten, da sind die Texte drin. Weil bei 20 Songs ist das natürlich auch ein bisschen dicker. Da sind auch immer die Texte drin. Aber natürlich wieder so klein, da brauche ich wieder eine Lupe. Aber wir haben ja noch das Größere, die Vinyl. Dann schauen wir da mal nachher rein, wie es da aussieht mit den Texten. Also gucken wir uns bloß geschwind hier ein paar Seiten an. Ich blätter mal ein bisschen drüber. Aber Wahnsinn, ich freue mich schon echt so drauf auf dieses Album. Hey, ich warte da so lang schon drauf. Auf dieses neue Album von Rage. Und das ist die letzte Seite hier. Aber wirklich ein klasse Artwork. Ich finde, es sieht super geil aus. Hey, das wäre auch eine Picture-LP gewesen. Ja. Du mit deinen Picture-LPs, gell? Aber das wäre natürlich ein geiles Motiv gewesen auf einer Picture-LP, hey. Absolut Wahnsinn. Und die wird auch bei mir laufen. Geil. Super, so. Das war dieses Ding hier von Rage. Der Digipack, wie man dazu sagt, denke ich mal. Ich hoffe, das ist richtig. Das ist dieses Ding hier und das ist echt ziemlich, also dick. Seht ihr, echt spitzenmäßig. So, und natürlich kommen wir jetzt zum Hauptteil. Auf das, was ihr bestimmt schon wartet oder schon vorgespult habt, wie die Vinyl ausschaut. Jetzt muss ich bloß wieder gucken, das ist immer blöd, wenn das davor, aber ich habe ein spitziges Messer hier und dann funzt es wunderbar. Absolut top, hey, ich freue mich so auf die neue Rage. Ich hoffe, das wird wieder ein Knaller, hey. Dass ich vielleicht mal wieder ein bisschen zurückgegangen hat. Alte Tage, so die Trapped oder Missing Link. Das wäre mal wieder cool. So, Leute. Und jetzt machen wir dieses Ding hier mal auf. Irre, oder? Absoluter Wahnsinn. Spitzenmäßig. Veröffentlicht am 29.03.2024. Absolut spitzenmäßig. Ja, und hier seht ihr, ich wisst ja, ich mache gern den Vergleich.
Aber diese ist mal wieder fürs Auto. Und das ist cool, dass sie dabei ist. Aber ihr seht einfach den Cover-Vergleich. Wie klein die CD ist gegenüber dem Cover von der Vinyl. Und da ist das halt richtig geil. Und das Ding sieht einfach, ich find's mega, echt. Ich find's super, das Artwork. Absolut top. So, aber jetzt gucken wir mal rein hier. Okay, bedruckte Innenhülle mit den Texten. Hier, aber natürlich wieder nicht gefüttert. Und das wird natürlich nachher gleich ausgetauscht. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Dinger aussehen. Nämlich so sehen die aus. Also hell. Was ist das für eine Farbe hier? Keine Ahnung. Ganz gleich ein bisschen so schwarze Flecken drin. Aber richtig cool. Ihr wisst, ich stehe halt auf die farbigen Scheiben. Hey, da lasse ich dafür eine schwarze stehen und nehme sowas mit. Und weil ich die einfach geil finde. Auch dann beim Anhören. Da hat man wenigstens auch ein bisschen was fürs Auge. Und ja, ich stehe da einfach drauf auf die farbige Vinyls. Absolut genial. Und jetzt gucken wir uns auch noch die zweite Scheibe an. Wie die ausschaut. Auch wieder bedruckte Innenhülle. Und hinter auch wieder die Texte. Natürlich größer wie auf der CD. Absolut cool. Und jetzt gucken wir auch dieses Album mal an. Die kleben ein bisschen. Ja, und die sieht auch so aus wie die andere, also so leicht, ja, durchsichtig, durchschimmernd, so milchig eher. Und das ist die andere Seite. Aber sehen echt klasse aus, also echt top. Einfach spitzenmäßig. Hey, und das Ding wird heute bei mir laufen. Komplett wird es durchlaufen. Und mal gucken, vielleicht hänge ich euch dann hinten wieder ein Video dran. Ein kurzes Video, so mein Statement, oder wie sagt man Statement, wie ich das Album finde. Aber ich freue mich schon richtig drauf, das heute anzuhören. Das neue Rage-Album After Life Lines. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oder? After Life Lines, ja. Was für ein Wahnsinnswort. Absolut spitzenmäßig. Ich freue mich so. So, Leute, 60 Euro. Doppelvinyl. Digipack dabei, die Bonus-CD, eine Autogrammkarte, Aufkleber. Dann hier die riesen Fahne, also echt genial, große Fahne, was hier dabei ist. Und noch ein großes Poster. Also ich finde, wenn man da sieht, andere Preise von anderen Boxer, finde ich das für 60 Euro absolut fair, oder? Also ich finde es absolut ein Top-Preis für diese Box hier, 60 Euro, mit den Sachen, was hier alles dabei ist, absolut spitzenmäßig, diese Box. Und ihr wisst, ich stehe drauf, ich stehe voll auf so Boxen. Diese CD kommt natürlich auch hier rein. Das ist nämlich das Geschickte bei so Boxen. Und ich finde 60 Euro, also was hier dabei ist, finde ich absolut ein fairer Preis. Wenn man manchmal sieht, was jetzt gerade eben die Boxer kostet, wo neue ein bisschen rauskommen, da schnage ich ja mit die Ohren, hey, die brauchst du gar nicht kaufen. Das ist ja irre, was die verlangt. Und ich finde, also was hier dabei ist, absolut ein fairer Preis. Absolut top. So, Leute, und das war das Video, das kleine Unboxing jetzt mal wieder von dem neuen Album von Rage, After Lifelines. Und das ziehe ich mir nachher rein, hey. Ich freue mich schon richtig drauf. Hey. Ich hoffe, die Begeisterung bleibt auch, dass das Album wirklich so geil ist. Ich hoffe echt, dass die Begeisterung bleibt, weil ich liebe Rage auch. Das ist eine Mega-Band. Absolut spitzenmäßig. Hey. So. Und jetzt sage ich danke, dass ihr meine Videos schaut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen heute mal wieder. Ein kleines Unboxing. Mal wieder von dem neuen Album hier von Rage. Wie gesagt, auch einer meiner absoluten Favoriten-Bands. Rage oft live gesehen und war immer super Konzerte von Rage. So,
Und jetzt wisst ihr aber, was zum Schluss wieder kommt. Nein, da hänge ich euch noch das Video dran, ein ganz kurzes, was ich so von dem Album halt. Aber ihr wisst, es ist immer schwierig, wenn man das erste Mal anhört, dann gleich eine Beurteilung zu machen. Aber ich versuch's auf jeden Fall so ein bisschen, ja, normal zu machen, die Beurteilung von dem Album, weil kann sein, im Monat ist das wieder ganz anders wie jetzt. Aber jetzt mache ich Schluss. Ich rede immer so viel hinten aus. So, und jetzt wisst ihr, was zum Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne, Oschis! So, Leute, da bin ich wieder. Für euch war es schon ein Fingerschnipser. Für mich anderthalb Stunden neues Rage-Album anhören des Afterlife Lines. Ja, absolut spitzenmäßig, finde ich. Die erste Scheibe, das ist ja ein Doppelalbum, Gatefold Doppelalbum, absolute Nackenbrecher drauf, richtig coole Melodie, wo auch im Ohr bleibt. Ja, phänomenal, ich finde es richtig geil, der erste Höreindruck, absolut top. Die erste Seite und dann habe ich die zweite Scheibe aufgelegt und da geht es dann los mit dem Orchester und dann habe ich gedacht, oh hoppla. Und dann habe ich gewusst, ah okay, die zweite Scheibe ist wieder mit Orchester, Rage mit Orchester. Und dann habe ich mich zurückgelehnt in meinen Stuhl rein, Füße hoch auf der Tischdecke und das Ding genossen und reinzogen. Und was soll ich sagen? Top, spitzenmäßig. Ich finde es absolut genial, echt. Der Song Lifelines, der geht fast 10 Minuten. Das ist ein Song zum Genießen. Das ist ey, so geile Stimme, was der Peavy da wieder hat. Aber ich finde seine Stimme echt super. Das ist ja klar, immer Geschmackssache. Ich finde es eh geil, schon immer im Peavy seine Stimme. Und das Lifelines, absolut ein richtig, richtig cooler Song. Auch die, wie gesagt, die zweite Scheibe mit Orchester. Ich finde es eh genial, Metalband so mit Orchester. Gefällt mir sowieso, wenn es gut gemacht ist. Und es ist echt super genial. Und dann der vorletzte Song auf der zweiten Scheibe ist ein Instrumentalsong. Der geht dann rein in der letzte Song, In the End. Und das ist ein absolut spitzenmäßiger Song. Das ist so ein Song, das hat mich gleich erinnert. Wisst, könnt ihr sagen, wenn ihr auf dem Konzert wart, Live-Konzert, dann gehen in der Halle die Lichter an. Alle sind durchgeschwitzt und jeder auspowert. Und dann kommt dieser Song als Rauschmeißer. Und da kann ich mir diesen Song richtig gut vorstellen. In the End. Absolut ein cooler, cooler Song. Ja, die sind ja auch dieses Jahr auf Tour, aber leider, so wie ich geschaut habe, glaub nicht bei mir in der Nähe. Ewig schade, ich wäre so gern wieder hingegangen auf Rage, aber so weit fahren habe ich, ich habe einfach keinen Bock mehr, so weit zum Fahren immer aufs Konzert. Da wäre Stuttgart halt wieder ideal, aber ich glaube, die kommen nicht nach Stuttgart oder in die Nähe. Ich muss mal nochmal schauen, wie es da aussieht. So, Leute, und das war's jetzt aber. Erster Höreindruck von dieser Rage Afterlife Lines. Find's, ja, ein Top-Album. Aber hört's euch an. Super Songs drauf. Ich glaube, das erste Lied war das End of Illusions. Was für ein geiler Nackenbrecher. Richtig spitzenmäßiger Song. So, aber das war's jetzt. Und ich ziehe mir jetzt nochmal das Album rein. Freue mich nochmal drauf, diese Songs zu hören, dass er noch mehr in den Kopf geht. Ja, absolut spitzenmäßig. Rage mit ihrem Album After Lifelines. So, Leute, und das war's jetzt. Und jetzt wisst ihr, was zum Schluss wieder kommt. Ich bin raus.